In der Lausitz gehören sie noch zum täglichen Bild, die grünen Krokodile vor langen Braunkohlewagenzügen. Sage und schreibe, 1384 Maschinen sind von 1952 bis 1988 von LEW Hennigsdorf gebaut worden. Etwa die Hälfte davon wird an Braunkohletagebauer in der DDR geliefert. Die anderen gehen nach Bulgarien, China, Polen und in die Sowjetunion. Bei der Lausitz Energie Bergbau AG, kurz LEAG, sind noch 61 EL2-Maschinen im Einsatz. Bis auf drei allesamt grundlegend modernisiert. Die Baureihe EL2 gehört zu den meistgebauten E-Loks in Deutschland. Die Dienstmasse von genau 100 Tonnen führt zum Spitznamen 100-Tonnen-Lok. Die vierachsigen Drehgestell-E-Loks erreichen eine Stundenleistung von 1400 Kilowatt. Für die schweren Kohlewagenzüge gerade ausreichend. Carsten Röhr von der LEAG kennt sein Revier. Wir sind hier bei der Lausitz Energie Bergbau AG im Standort Schwarze Pumpe. Die LEAG baut Braunkohle ab und verstromt die im Wesentlichen zu elektrischer Energie. Außerdem werden am Standort noch Veredelungsprodukte hergestellt wie Briketts und Braunkohlenstaub. Das Gebiet der LEAG erstreckt sich in Nord-Süd-Ausrichtung ca. 60 Kilometer, in Ost-West-Ausrichtung ca. 35 Kilometer. Und dort sind dann um die 400 Kilometer Gleisanlagen, die die Tagebauer mit den Kraftwerken verbinden. Die grünen Braunkohlekrokodile sind in Stoßzeiten beinahe im Blockabstand unterwegs. Eine Baustelle zwingt zum Halt. Es ist die 1309, die hier mit einem Leerzug warten muss. In der Gegenrichtung rollt ein beladener Zug mit Braunkohle aus dem Tagebaugebiet Welzow Süd. An dieser Stelle wird die Geschwindigkeit deutlich verringert, denn hier werden die Wagen während der Fahrt gewogen. Sechzehn Wagen werden in der Regel befördert. Jeder Wagen bringt beladen rund 60 Tonnen auf die Waage. Die Baustelle ist passiert. Der Leerzug darf jetzt in den eingleisigen Abschnitt einfahren.
Die modernisierten Maschinen sind im Führerstand komplett verändert. Frisches und modernes Design hat Altes abgelöst. Bereits seit über 160 Jahren wird in der Lausitz Braunkohle abgebaut. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstehen im Lausitzer Revier die ersten Großbetriebe. Mit der politischen Neuordnung nach dem Zweiten Weltkrieg wird die Braunkohle in der DDR zum Energieträger überhaupt. Ohne Rücksicht auf die Umwelt werden der Tagebau und das Werkbahnnetz erweitert. Ein alter Film berichtet. In Hoyerswerda ist der Bau einer Grubenbahn im Gange. Sie stellt die Verbindung zwischen den Brikettfabriken Haie 3 und Clara 3 mit der Grube Erika her. Der neue Transportweg ist 32 Kilometer kürzer als die Strecke der stark beanspruchten Reichsbahn, die ihre Waggons nun für andere Transporte frei bekommt. Er verkürzt sich von 45 auf 13 Kilometer. Über der Stadt rauchen die Schlote vieler Industrien. Eisenwerke, Brauereien, Maschinenfabriken, Mühlen und Druckereien. Sie geben den Menschen Arbeit und Brot. Die tragenden Pfeiler der Wirtschaft sind Braunkohle und Großchemie. Viele tausend Werktätige arbeiten in den Kohlengruben und chemischen Werken.